Servus und willkommen zu Teil 30 Platinum Walkthrough Immortal Unchained DLC Teil 5. Wir sind kurz vorm Bosskampf, müssen uns nur noch kurz dahin durcharbeiten und dann sind wir auch schon da. Das ist der härteste Boss im ganzen Spiel. Härter wird es eventuell nur noch beim verfluchten Durchgang, wenn ihr vorhabt, das zu machen. Ich werde den letzten Durchgang mit meinem Verfluchten hochladen. Ich werde euch zeigen, welche Flüche ich im ersten Durchgang genommen habe und welche dann im zweiten. Aber ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Das muss zu eurem Spielstil passen. Für mich ist es einfacher, zum Beispiel Schaden zu kriegen, wenn ich mich nicht bewege. Das ist für mich kein Problem, mich nonstop zu bewegen, oder Schaden, wenn man einen Ladenvorgang abbricht, ist auch kein Stress für mich. Da kommt aber dann noch ganz anderes Zeug dazu. Wir werden zum Schluss, ich glaube insgesamt sind das 16 Flüche, die man kriegen kann. Man hat nach jedem der relevanten Storybosse die Auswahl zwischen zwei Flüchen. Unterscheiden könnt ihr sie dadurch, dass bei denen, die ihr noch nicht aktiviert habt, steht nichts dran, und bei denen, die ihr schon aktiviert habt, wird dann im zweiten Durchgang eine 2 davor stehen, also eine doppelte Verfluchung sozusagen. Aber darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Nach diesem Teil kommt nur noch der Teil der DLC, wo ich euch sämtliche Gegner zeige und die Scheingräber, die sie euch droppen können. Das sind auch fürs Hauptspiel sowie für die DLC die einzigen Teile, im Moment zumindest. Ich weiß noch nicht, ob ich das für den ganzen Guide mache, aber im Moment sind das die einzigen Teile, wo die Scheingräber auf Deutsch und dann auf Englisch sein werden. Weil es gibt kein Guide dafür und die Leute suchen dauernd, und wenn ich sowieso einen mache, kann ich das die paar Buchstaben extra auch noch reinmachen, macht ja nichts. Ja, so sieht der Plan aus. Im Moment müssen wir einfach nur Schlüssel besorgen, uns zum Boss durchkämpfen, die ganzen kleinen Affen hier wegmachen. Das hier könnte eventuell eine gute Stelle sein, um die Eisschwärmer zu farmen, aber ob es wirklich besser ist als die Anfangsarea, weiß ich jetzt nicht. Mir gefällt das Schiff an sich nicht zum Farmen, weil die Strecken extrem lang zu laufen sind und die Gegner sind teilweise echt anstrengend, vor allem die mit dem Schild. Da muss man sich ewig an denen vorbeiarbeiten und das muss nicht sein. Wie gesagt, habe ich schon im letzten Teil erwähnt, die Pots, bei denen das Licht leuchtet, da kommen welche raus, und die Pots, bei denen das Licht nicht leuchtet, da kommen keine raus. So, auch der da, aber so viele wie wir jetzt getötet haben mittlerweile, und es sind noch keine Scheingräber gedroppt, denke ich, sollten wir von den Schwärmern alles haben. Was fehlen könnte, wären die Ice Trooper. Also die ganz normalen Standardgegner, die einfachen mit dem Sturmgewehr, weil in der DLC hat es nicht so viele davon und daher ist es ein bisschen schlecht. Das war auch in meinem Originaldurchgang der einzige Gegner, den ich nach dem Durchspielen der DLC noch farmen musste. Von denen gibt es aber nicht so viele, und ich wusste auch nicht unbedingt, wenn ich farmen muss. Hätte ich genau gewusst, welchen Gegnertyp ich farmen muss, um das zu kriegen, wäre das Ganze relativ zügig vorbei gewesen. So habe ich, glaube ich, um die 40 Minuten, vielleicht eine Stunde in der DLC verbracht. Habe einfach alles Mögliche getötet im Anfangsareal und gehofft, dass da das Richtige dabei sein wird. Und das waren auch die Trooper, aber ich glaube, im Anfangsareal gibt es nur 4 oder 5 Trooper maximal und im späteren Spiel vielleicht nochmal 3, also mehr als am Anfang gibt es nirgendwo. Oh Mann. Hier werdet ihr auch sehen, der Obelisk ist hier richtig bescheiden gemacht.
Und ich würde euch empfehlen, wenn wir beim Obelisken sind, einen Speicherpunkt hochzuladen in die Cloud und am besten noch auf den USB-Stick, oh, unser nächstes Steingrab. Wunderbar. Tuch der Auserwählten, die Nummer 28. Es könnte sogar fast sein, dass wir mittlerweile alle Steingräber haben. Das wäre komplett gut. Ich glaube, es sind insgesamt nur 39 Collectibles oder so. Also es ist wirklich wenig in dieser DLC. Ich glaube, 5 uralte Scherben, 4 Idole und wenn mich nicht alles täuscht, 30 Scheingräber, vielleicht 31. Und wir sind jetzt bei Nummer 28, also es läuft wie geschmiert. Wenn wir dann kurz vorm Endgegner sind, werde ich euch noch erklären, was ihr machen könnt, um euch den Boss ein bisschen einfacher zu machen, aber eigentlich ist es auch zu sehen im Video. Ja, wie gesagt, ladet es in die Cloud hoch, geht da noch nicht rein, da ist es das Boss-Areal, geht zuerst zum Obelisken und speichert ab. Da ist der Obelisk, hier kommt ihr raus nachher, da wo ich versuche jetzt drauf zu rollen, aber es geht nicht. Und durch diese Röhre lauft ihr nach oben und fallt praktisch zum Obelisken runter. Und ihr solltet es aus dem Grund speichern, ihr habt Relays. Solltet ihr hier runterfallen, komplett runter auf dem Boden, müsst ihr dann halt nicht komplett außen rum rennen, weil die Gegner sind ja resettet, wenn ihr Obelisken benutzt. Dann könnt ihr einfach das Relay benutzen und seid beim Obelisken. Genauso, wir werden einen Haufen Pflaster brauchen gegen sämtliche Schäden. Sollte euch das alles ausgehen, dann könnt ihr einfach den Safe runterladen und dort starten. Genauso funktioniert das. Zack, seid ihr runtergefallen, habt ihr gerade gesehen. Das ist echt, haben sie echt beschissen gemacht, finde ich. Also man kann auch außen rum rennen, aber der Weg ist halt elendslang. Ich laufe das jetzt einfach hoch, damit ihr seht, wie der Weg verläuft, falls ihr keine Relays habt und so weiter. Wobei ich, ja, einfach um euch die Verbrauchsgüter zu sparen. Ja, könnt ihr den Save-Punkt einfach wieder zurück aus der Cloud laden. So, jetzt bin ich hängen geblieben, ist ein bisschen noch früher am Morgen. Hampelmann da unten schon gemacht. Nein, den haben wir nicht gemacht. Wir brauchen erst einen Schlüssel. Wir brauchen den sowieso für die Trophäe. Jetzt machen wir erstmal den Hampelmann. Den kann man ganz easy cheesen. Die Seite, zu welcher ihr rennt, spielt keine Rolle. Ihr könnt auch direkt dahin rennen, wo ich gerade drauf ziele. Oder von ihm wegrennen und dann bei der anderen Tür auf die Seite rennen. Also einfach runterrollen und dann müsst ihr euch entscheiden, wohin er rennt. Und dann guckt es euch einmal an, wie ich dahin komme auf die Seite. Das funktioniert auf allen Seiten, links, rechts, vorne, hinten, spielt gar keine Rolle. Geht einfach ein bisschen weiter weg und dann kann er da stehen bleiben. Und wenn er tot ist, werdet ihr sowieso direkt vor die Kiste geportet. Das heißt, ihr müsst nicht einmal mehr rausfinden. Könnt ihr ihn hier wegklatschen, den Schlüssel holen. Leider funktioniert, gibt es keine Methode, um euch den ersten von diesen zwei Typen leichter zu machen, weil die sind echt nervig, die machen auch ordentlich Damage. Aber wenigstens der zweite ist einfach.
Wenn dann das Video mit den Gegnern startet, zeige ich euch auch die Waffe, mit der wir 100 Kills machen müssen, genauso wie mit allen anderen praktisch, aber das ist halt eine DLC-spezifische Waffe, aber ich habe es ja schon mal gesagt, die Waffentrophäen funktionieren quer durch alle Spieldurchgänge, durch alle, durch den ganzen Content, durchs Hauptspiel, durch die DLC, durch die verfluchten DLC, was auch immer. Natürlich in der verfluchten DLC wäre es Blödsinn, in die normale DLC zu gehen. Es wäre einfach echt hart. Also es sei denn, ihr wollt euren Skill auf die Probe stellen, könnt ihr das gerne machen. Auf jeden Fall funktioniert das überall. Also die Kills müsst ihr nicht hier farmen. Allerdings hier ist es halt mega einfach mit diesen Käfern. Teilweise gibt es ja Obelisken, die sind richtig nah dran, wo man 10, 15 Käfer direkt auf einmal wegrotzen kann, oder was heißt auf einmal, aber sehr schnell hintereinander. Und dann war es das auch schon. Und jetzt können wir uns dann mit dem Schlüssel Richtung Endgegner machen. So, hier die Kiste mitnehmen, die habe ich vorhin ignoriert. Denkt natürlich dran, wann ihr die Obelisken benutzt und ob ihr das wirklich machen müsst. Wartet ansonsten, bis ihr oben bei dem Boss-Obelisken seid. Und damit ihr nicht euch hier wieder durch die ganzen Gegner arbeiten müsst, vor allem durch die Typen mit dem Schild, das ist echt ekelhaft mit denen. Absolut nicht meine Lieblingsgegner, einfach weil sie halt, ja, ich finde nicht perfekt konzipiert sind. Also das Fenster ist klein, sie sind wirklich störend, vor allem in großen Mengen. Selbst wenn man Skill hat, sind sie in großen Mengen einfach nur Blödsinn. Und dort auf den drei Decks sind sie halt ruckzuck alle zusammen. Also das war echt schlechte Positionierung von den Entwicklern. Und auch ein bisschen eine faule Entwicklung, würde ich mal sagen. Aber mein Gott. Nichts ist perfekt. So, passt auf, wenn ihr hier runterfallt und ihr nur noch ein bisschen Leben habt, dass ihr eine Spritze reinjagt, eine TRM oder eine normale, das spielt keine Rolle. Ihr könnt auch versuchen, mit einer Rolle runterzukommen, das dämpft den Schaden ein bisschen. Wie ihr seht, also meine Zähigkeit und meine Kondition sind jetzt nicht ins Bodenlose gelevelt. Ich habe halt viele Punkte woanders reingesteckt, damit ich hoffentlich von euren Werten nicht zu weit weg bin, damit ihr ungefähr seht, wie viel Schaden, mit wie viel muss ich rechnen, wenn ich einen Hit kassiere und wie viel kann ich überleben. So, die Aschedudler oder wie auch immer, Aschenudler, was auch immer, wie das Ding heißt, für den Bosskampf kann man machen, ist aber anstrengend, weil der Reload, also das Nachladen jetzt, ist wirklich ekelhaft. Nehmt einmal Ablenkung für Schadenssenkung, dann gibt es noch irgendwas, das gibt euch 45 Punkte mehr Leben, glaube ich. Wir müssen mal gucken. Nachladegeschwindigkeit ist auch nicht schlecht. So, wo ist denn das Ding? Körperlos ist natürlich nicht schlecht zum durch die Attacken rollen, also nehmen wir das mit rein. Die Askrähe könnt ihr direkt rausschmeißen, das bringt euch nichts, weil höchstwahrscheinlich werdet ihr auf jeden Fall sterben. So, 50% weniger Schaden, wenn ihr unter 20% fallt, das kann wirklich euch den Hals retten. Ich versuch's mal mit den dreien. Und jetzt müssen wir hier ganz sachte, schön langsam, wirklich, der Steg ist sehr, sehr schmal, man rutscht sehr schnell nach links und rechts weg, also passt ein bisschen auf. Sorry, unser Weg ist frei, falls was ist.
So, wir gehen hier ein Stückchen vor. So, und jetzt pfeifen wir uns alle Pflaster rein, die wir haben. Also von jeder Sorte eins. Und danach solltet ihr schnell sein, damit die Pflaster noch wirken, wenn der Boss da ist. Und nicht die Wirkung schon verpufft ist und ihr seid noch hier mit den kleinen Mobs beschäftigt. Es funktioniert so, wir werden davor rennen. Es werden kleine Mobs spawnen, die müssen wir schnell aus dem Weg räumen. Dann müssen wir die Teile links und rechts zum Halten bringen und den Kern innen zerschießen. Dann kommt erst der Endgegner. Und der Endgegner hat mehrere Phasen. Er hat wirklich schnelle Angriffe. Er hat Angriffe, die mega viel Schaden machen. Haut euch auch sämtliche Booster rein für euren Crit-Schaden, für alles. Wie ihr seht, bei mir ist die ganze Leiste jetzt voll da links. Der Kern da ballert auch noch die ganze Zeit auf euch. Versucht in dieser Phase eure TRM-Spritzen zu nutzen und weniger die Original-Spritzen, weil die Original sind halt viel, viel schneller einsatzfähig. So, wenn wir einen ausschalten hier am Hebel, ach, dann kommen diese Zigeuner hier, aufpassen. So, dann zack, den Kern zerschießen. Wenn wir den zweiten ausschalten, sollten nochmal Gegner kommen. Ihr müsst halt das Ganze ein bisschen zügig machen, deswegen meinte ich, legt euch einen Save Point an, damit ihr halt das auch ein-, zweimal testen könnt. Wo muss ich hin? Wann kommen welche Gegner? So, unsere Crit Booster laufen mittlerweile aus. Wir wirken nur noch die Pflaster. So. Der Gegner hat auch Attacken, die Wellen über den Boden schicken, sowas hier. Das hier ist sehr gefährlich. Das hier kann euch stunnen. Das ist okay, kann trotzdem ordentlich Schaden machen. Also passt auf mit dieser Attacke, die macht wirklich, wirklich Schaden. Und dann kann er noch so einen Spin machen, so wie der Typ mit dem Hammer. So einen. Und passt auf wirklich mit dem Nachladen. Ihr müsst schnell sein, aber durch die Pflaster solltet ihr eigentlich genug Widerstand haben. Das ist die wichtigste Attacke, die ihr ausweichen solltet. Ihr habt ja gesehen, wie viel er mir gerade weggezogen hat. Das hier ist euer Fenster und meine Munition ist ausgegangen. Und jetzt kriege ich die Asche Dudler, Nudler, wie auch immer, nicht mehr nachgeladen, was sagt, weil sie einfach viel zu lange zum Nachladen braucht. Also wenn ihr wirklich so wenig nur noch habt, nehmt irgendwas, scheißegal was für eine Waffe, Hauptsache ihr macht ihm noch das letzte bisschen weg. Ich hätte gar nicht erst anfangen sollen, da viel mit Nachladen zu probieren. Irgendein Sturmgewehr, eine Pistole, irgendwas, was Schaden macht, reicht, um das kleine bisschen wegzukriegen. Geht vor allem schneller als Nachladen. So, damit wäre die letzte Trophäe da, außer der für die 100 Kills mit der Licht, was weiß ich, Kanone. Werden wir aber nachher noch sehen. Aber für den heutigen Teil war es das. Und wir sehen uns im nächsten. Das wird ein sehr kurzer Teil, wo nur Gegner überflogen werden. Und ihr sehen könnt, wo ihr welches Scheingrab farmen könnt. Das war's für heute. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.